Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Uldi von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 6. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Mein liebster Jan ist wieder an meiner Seite. Hallöchen. Hallöchen, Uldi. Hallö zusammen. Nachdem wir diesen komischen Fisch da erledigt haben, wollen wir mal eben kurz hier uns noch umgucken, was es noch alles so gibt. Ja, so sehe ich das auch. Also ich habe hier drüben auf jeden Fall noch was lecker. Aua. Ah, ein bisschen Muni. Okay. Und ich kann... Ah, ich habe hier eine Leiter sogar. Ich kann jetzt, glaube ich, auch zu dir rüberkommen. Um eventuell noch ein bisschen Loot zu finden. Ah, komischer Fisch. War ein irgendein Hai. Mutierter Hai. Virusinfizierter Hai, was auch immer. Man weiß es nicht. Bist du denn eigentlich? Weg an mir vorbeigelaufen? Nee. Ah, hier ist auch noch. Wenn du noch ein bisschen Munition für Scharfschützengewehr haben möchtest, dann musst du auf jeden Fall zu mir einmal kommen. Weil hier liegt ein bisschen was. Ah ja, muss erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Ah, Munition ist. Braucht man immer. Ich hab zwar. Also für. Oh, was sehe ich denn hier? Hast du diesen. Dieses Rad schon, diese Schlangen, wie heißt das? Schlangenabzeichen? Nein, habe ich noch nicht. Hier bei mir. In der Tonne drin. Da. Ah. Suche, der findet, ne? Und da drüben hast du auch noch Scharfschützenmunition. Genau, was ich gerade sagen wollte. Ich habe 221 Schuss für meine Pistole. Alter, wo ist denn die alle her? Wahrscheinlich gesammelt, weil ich immer eine andere Waffe nehme zum Schießen. Gut, Scharfschützenmunition lag jetzt da drüben nicht mehr für mich. Wahrscheinlich habe ich genug. Ja. Also warte ich hier auf dich, wa? Ja, sofort da, bis hier schießt. Auf was auch immer. Ich habe eben geschossen. Ah ja. Auf was? Ist doch nichts mehr, oder? So aufs Lichtle. Ah ja. So, dann können wir hier direkt weiter. Los! Achtung, Hai kommt! Scheiße! So ein Spaß. Oh Gott, was ist das denn? Ah ja. Na gut, mein Laser wie. Ah! Hier kommen noch immer so eine TNT-Dingers. Da müssen wir wahrscheinlich für eine Dinge im Maul so wie jetzt. Ach scheiße. Jetzt! Ja, jetzt hat das so ein Ding im Maul, glaube ich. Wir können nur die Pistole nehmen, wa? Nee, ich hab... Ah, man kann auch ausweichen, okay. Ja. Oh, da ist irgendwas im Maul. Zielen Sie auf das Dynamit! Jawohl. Hab ich gemacht. Alles gut? Sieht gut aus. Ja, alles gut. Boah. Schießen Sie aufs Dynamit. Ja. Aber dass du mich siehst, ist schön. Ja, ja. Du bist raus aus dem Wasser. Komischerweise sind trotzdem die Haare trocken und fertig. Was jetzt? Ah ja. Oh. Oh, schickes Bild. Bei Wettertaft. Hm? Wow. Beide so nass. Nass wie Hund. Er sterilisiert feucht. Das Gebiet. Und zerstört alle Beweise. Wie kann er nur? So feucht, Jan, ja. Mhm. Gott sei Dank sind sie noch am Leben. Wo ist Simmons? Nach ihrer Unterhaltung ist er sofort verschwunden. Mist. Wo ist er hin? Als
Als er aufbrach, sprach er mit jemandem am Telefon. Er klang nicht gerade glücklich. Können wir rausfinden, wo er hin ist? Keine Sorge. Ich lasse ihn beschatten. Er ist gerade auf dem Weg zum Flughafen, von wo er mit seinem Privatjet nach China fliegen will. China? Ja. Sehen Sie sich das an. Hm? Was ist passiert? Ein weiterer Bioterroranschlag. Die BSAA bestätigt, dass es wie in Osteuropa vor 6 Monaten der sogenannte C-Virus war. C-Virus? Solche Kokons gab es auch hier. Wir müssen Simmons stoppen und ihn in Gewahrsam nehmen. Uns fehlen Beweise. Und momentan sind Sie beide die Hauptverdächtigen. Nein. Hören Sie, Hannigan. Täuschen Sie unseren Tod vor. Schaffen Sie das? Was? Natürlich. Aber wir können die nicht ewig täuschen. Was haben Sie vor? Wir fliegen nach China. Jawohl. Super. Klingt doch nach einem Plan. Auf geht's nach China. Mhm. Jaretzky wird jetzt sagen China. Oh ja, furchtbar. China. So, wir sind im Flugzeug? Wir sind im chinesischen Luftraum. Gut. Oh, first class. Mhm. Alles klar bei Ihnen? Warum schützen Sie mich? Wir hätten Ihren Namen reinwaschen können. Vielleicht. Aber Simmons hat er weitergemacht. Außerdem habe ich mich jetzt an sie gewöhnt. Hm? Ui, Turbulenzen. Turbulenzen, Freunde. Müssen los, direkt los. Mhm. Oh oh. Do not enter. Könnt ohne lesen, wa? Oh, Lena ist dead. Helena. Oh. Bist du Bescheid, Digga, ne? Ja. Ach, wieder so ein... Oh, nicht schon wieder so ein Mistvieh. Ich schätze, das Ding kann das Flugzeug nicht fliegen, oder? Ja. Oh, oh. Müssen wir erstmal wegrennen, glaube ich. Ja. Hannigan. Ja, du möchtest wieder stehen. Oh, scheiße. Wo muss man hin? Zu einem Monster mutiert. So wie in der Kathedrale. Was? Okay, einen Moment. Ich versuche was zu finden. Hey, warum kann ich meine Waffe nicht... Okay. Oh. Danke, sagt man. Danke. Hast du noch Sprengstoff? Ich lass du mal. Oh, im Flugzeug Sprengstoff, ist klar, ey. Warte, komm her zu mir, komm her zu mir. Ja. Ich jag das Ding hoch. Jawohl. Oh, wir müssen hier hinten lang, wa? Ah, wir können hier im Kreis laufen, Digga. Ganz nice. Jawohl. Der türmt erstmal eine Runde. Wo müssen wir jetzt zum Cockpit? Kann das sein? Ja. Leon, Helena, hören Sie. Oh, ich habe eine Waffe aufgenommen, Blitzfalke. Mit dem Druckschutz stimmt irgendetwas nicht. Hier war die. Ja, ja. Gehen Sie nach hinten und finden Sie heraus, was los ist. Oh, nice. Das ist eine... Ist eine Nase, wie heißt das? Magnum, wa? Oh, was ist denn für ein Flugzeug? Ah, eine MD-11, kenne ich mich mit aus sogar. Ist eine MD-11, mit der wir fliegen. Aber was, echt? Dreistrahliges Triebwerksflugzeug. Dreistrahlig auf jeden Fall. Hast du ein bisschen Heilzeug oder so? Ja, das bringt hier nur nix. Voila. Kann ich mich, achso, ich bin voll geheilt. Ja. Wir müssen irgendwie nach hinten. Ja. Schon wieder vorgerannt? Ja, ja. Warte mal. Hier gibt's Pflanzen, hier gibt's Heilzeug. Los, überall vorbei. Oh Mann. Ist nämlich was Grünes da, wo ich bin. Ja, warte, ich komme. Los, hier lang.
Hier. Zack. Hier auf dem Stuhl, mit Grünzeug. Ja. Mhm. Sonst irgendwas? Nee, wa? Nee, ich glaube, sonst war hier nichts. Aber wir können trotzdem nochmal überall gucken, aber. Egal. Oh. Bist du da bei mir? Ja. Okay. Nee, noch nicht. Warte, hier ist auch nochmal Grünzeug. Nice. Alle. Kann ich mir gleich mal kombinieren und wieder Tablettchen draußen machen. Zack. Wo bist du denn? Na hier, du bist vor mir vorbeigelaufen. Ich weiß ja nicht, wo du langläufst okay. Immer. Los, hier lang. Hier rein. Wasser? Ja. Gut. Hier ist nix. Wir wahrscheinlich hier runter. Oh Gott, jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Okay. Gedruckkabine hier. Ah, guck mal, was hier ist. Aha! Warte, ich muss mal eben eine andere Waffe nehmen. Guck mal, hier ist wieder so ein blaues Dinges hier. So ein Schlangen. Sofort. Dings. Zack. Oh, sag mal hier. Ah, und da haben wir einen Schatz gefunden. Nass. Hast du gesehen, Schlangending? Ja. Hast du nee, schon, wo? Ja? Ja. Oh, da ist auch noch ein Grünzeug. Ach, das sehe ich nicht. Das war da direkt. Ach neben. Doch, daneben. Sorry, das hab ich nicht gesehen, lol. Ja, aber halt vor Bäume und so. Verstehst du? Ja. So, jetzt können wir hier das Ding öffnen. Naja. Und drehen. Pushen. Okay, jetzt müsstet eigentlich. Oh, oh. Ich dachte eigentlich, dass das Ding jetzt dahinter steht. Ja, und. Wäre so ein Moment gewesen. Okay, hier können wir wahrscheinlich nicht lang. Ich muss mal noch die Tür unten, unten lang rutschen, oder? Hast du die Tür zugemacht? Ja. Okay, müssen wir wahrscheinlich hier dran drehen. Alter, die tut ja so, als wenn es Icky hier, verstehst du? Das war gerade noch rechtzeitig. Ja, und jetzt kommt das Vieh bestimmt wieder. Kittige. Ah, ich doch. Sind das eigentlich Titten oder was soll das sein? Die Schwulz? Oh, oh, Achtung, nicht. Die schreit wieder und kackt. Mist, es versprüht dasselbe Gas. Öffnen Sie das, die Luke, um Gas loszuwerden. Oh! Die Luke. Ja, welche Luke denn? Oh nein. Sollen wir die gleiche Luke wieder öffnen? Kann das sein? Alter, warum haust du nicht vor dem Vieh ab? Ah. Hab ich gedacht, hab ich noch einen Pferd. Ja, das haben wir wieder, die Sache mit dem Denken. Ja. Kann ich gut, ne? Ah, meine Freundin kommt. Achtung, verstecken. Gut wieder. Mist, es versprüht dasselbe Gas. Abhauen. Wir müssen es loswerden. Öffnen wir die Luke. Du musst, ey. Du musst die mal ein bisschen beschäftigen. Ich wollte die Luke öffnen hier. Nein, ja, ja. Deshalb müssen wir sie in einer anderen Richtung locken. Hier hinten hin am besten. Genau. Achtung, sie kommt. Nein, lass mich doch durch. Oh. Drehung. Auf nass. Und? Klappt? Klappt. Oh, fuck. Muss auch bestimmt wieder. Oh, oh Erze. Ach so, im Takt, so wie das leuchtet. Oh Gott.
ist albern. Und Klappe zu. Klappe zu, Affe tot. Woher kommt eigentlich der Spruch? Die Maschine gewinnt an Höhe. Gehen Sie zum Kopf. Du, hier ist Heilzeug, Elena, wo ich stehe. Weg. Echt? Nee. Ah. Okay, nice. Jetzt habe ich nicht verstanden, wo wir was machen sollen. Du anscheinend auch nicht. Nee. Jetzt ist dieses Teil wieder da, guck mal. Schlangending. Ja. Oh, hier ist überall Gas, Digga. Müssen wir wahrscheinlich schnell langlaufen. Scharfschützengewehr wäre da fehl am Platz. Stimmt. Oh, hier sind Zombies. Oh. Mal hier rein. Ja, hier gibt es auf jeden Fall Muni. Nice. Müssen wir nachladerig machen. Direkt eine mit der Schrotflinte in die Fresse. Jawohl. Okay, nice. Zack, weg ist er. Ah, halte ich noch fest. Mist, wir sind zu spät. Warum? Für was denn zu spät? Wissen Sie selber nicht, wa? Alter. Ach komm, der schmeißt irgendeinen Mist, zum Kotzen. Mein Arsch. Ich jetzt auch nichts an. Wenigstens gibt's da immer gut Munition. Achtung, da ist einer. Oh. War so klar. Es war wusste ich, dass die Luft. Ach, scheiße, voller nehmen. Aber sofort. Okay, jetzt. Halt. Kommt da noch was? Nee. Schneller. Ah, ist ja gut. Alter, das ist nur Plastik. Und die tun so, als wenn das wirklich Barren mit Gold. Na toll. Darum kann ich im Flugzeug nicht schlafen. Du brauchst keine Angst haben, Jan. Ich kann das Flugzeug fliegen. Ist überhaupt kein Thema. Kenn mich absolut aus. FMC programmieren, Autopilot rein. ILS Landing, Automatik und dann gar kein Problem. Ich merke, deine Buchse ist schon wieder feucht. Ja. So ist es. Oh, ich bin gerade die Treppe runtergeflogen. Achtung, oh, gar nicht. Feueralarm heißt das. Ist hier so los. Scheiße, was kann jetzt noch kommen? Ja, Triebwerk. Triebwerk brennt. Bei der Luke wurde das Flugzeug durch den Druckverlust destabilisiert. Leon, Sie müssen die Steuerung übernehmen. Ja, dann mach ich doch. Ich habe ja machen. Dass Sie das sagen. Nee, ich hab mich drauf gefreut, dass Sie das sagen. Gar kein Problem. Sie kümmern sich um die Infizierten. Autopilot. Ja, ist das ein Kack? Ist ja nicht mal eine MD-11. Schalten Sie von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Dann drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Panel. Ja, krieg ich aus. Autopilot. Jawohl, steht drauf. Haben wir. Kommst du klar da hinten? Noch ja. Was kann ich denn machen? Ich sag nicht. Der zeigt mir zwar an, dass ich hier mit einem. Okay. Das war wohl falsch, was ich hier gemacht habe. Keine Ahnung. War nix. Nächstes Mal. Also, ich habe überlebt. Okay. Nee, ich muss hier mal mit meinen Sticks irgendwas machen, aber begreife ich irgendwie nicht. Okay. Rechts. Schalten Sie von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Dann drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Panel. Ah.
Das ist aber Quatsch, der Autopilot ist nicht da. Okay. Alles gut? Es ist schwerer, als es aussieht. Ja, noch ja. Los, komm schon. Und nun? Leon, Schub, ziehen Sie hoch! Wie viele Hinter mir sind sie, Digga. Zu fliegen? Ja. Ah, was soll ich denn drücken hier? Ah, warte, da war was. Wieder Gegner. Komm schon, oh. Ich hab's fast geschafft. Nee. Die Zombies stören, die hauen mir da mal Nacken drin. Bricht immer die Aktionen ab. Ich weiß gar nicht, wo die eben hergekommen sind. Okay. Bleib ich direkt am Sitz stehen. Keine Angst, er fliegt das Ding. So. Sie kümmern sich um die Infizierten. Stand. Schön hochziehen das Ding, ne? Schalten Sie von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Dann toller Quatsch. Drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Panel. Totaler okay. Quatsch. Totaler Quatsch. Hebel zu Ihrer Rechten. Die okay. Erzählt. Autopilot ist nämlich in der Mittelkonsole. Das ist schwer, also. Als es aussieht. Los, komm schon. Ist das Display und nicht im Overhead-Panel. Aber gut, gar kein Problem. Haben alles unter Kontrolle. Leon, Schub, ziehen Sie hoch! Wie viele Hebel braucht man, um das Ding zu fliegen? Komm schon, es ist fast geschafft. Ah ja. Oh, Tokio hier. Kai Tak landen wir jetzt. Edda ist da wieder. Echt? Oh yes. Ah ja. Das ist groß. Toll. Ja, Unschuldige, die drauf gehen. Soll eine 747 sein. Naja. Okay. Sah jedenfalls so aus. Mit dem MD-11-Cockpit. Ah, nicht so wirklich realistisch. Was ist los? Nicht, dass das Ding da in der Luft liegt. Hoffen wir doch. Hm? Leon? Oh, das ist so ruhig. Was kommt denn da? Sherry? Oh. Was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er? Wir wurden verarscht. Ich muss es sein. Ich regle oh. Das. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Also gut. Oh, was ist denn das? Leicht am Schwitzen. Ach, du dickes Ei, jetzt geht's rund. Und ich habe fast keine Muni mehr. Ach, komm mir auf. Leon, beim Flugzeug! Hallo! Das ist sehr süß. Ihr Freund? Ja, wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir bekannt vor. Alter. Man gewöhnt sich dran. Er sieht hart aus. Aha. Gut, jetzt sind wir zu viert. Achte auf seinen Arm! Okay, wir sollen auf seinen Arm achten. Okay. Mhm. Komm, steck mich erstmal hier hinten. Was ja, aber ich muss erstmal. Warte mal. Was war das denn? Okay.
Jetzt ist er bei mir. Muss aber los. Und wieder runter. Ganz schnell weg hier. Wir müssen, glaube ich, auf die Glatze schießen. Oder auf den Arm. Oh, auf den Arm. Ich hau hier mal ein bisschen. Hier ist. Ich habe hier Gasflasche runtergeschubst. Ja. Wenn er da ist, können wir drauf schießen. Jawohl. Ah, hier sind überall so eine Explosionsdinger, ja. Oder? Ja. Warte mal, was kann denn der auf den Rücken schnallen? Der hat doch da hinten so eine Vorrichtung. Nicht, dass der so eine Gasflasche aufnimmt und dann müssen wir darauf schießen, oder? Das geht ja nicht. Du sagst, hier gibt es irgendwo Gasflaschen? Ja, ich habe sie auf den Boden geschubst. Oh, jetzt geht er da hoch. Wie denn jetzt hin? Türmt er. Glaubt uns, den Kerl kann man nicht vernichten. Verschwinden wir endlich. Okay, jetzt kommt er bestimmt da lang. Ah, Hilfe. Kerl kann man nicht vernichten. Okay. Finden wir hier noch irgendwas Schönes? Ja, ich schub's, guck mal, ich schub's hier wieder was runter. Wo bist du denn? Ja, aber der ist schon weg, Digga. Na gut, dann hier ist hier oben. Hier oben gibt's noch was zum Bluten. Ja. Bluten, ja? Okay. Mhm. Ah, stimmt. Okay. Da hinten ja auch noch. Ja. So eine Tablette nehmen. Zack. Ah, hier ist noch ein bisschen. Wie bist du da rüber gekommen? Gesprungen oder? Ja, hier, von hier aus. Zack. Und dann noch rüber. Da muss man ja auch irgendwie hochkommen. Da drüben sind ja. Auch, aber wo ist hier eine Leiter? Heilig ist gerade nicht so. Wollen wir auf das Auto rauf? Nee. Hochschmeißen kannst du mir auch nirgends? Nee. Nicht wirklich. Du siehst ja, da hinten sind ja. Ja. Liegt noch ein Bick hier irgendwie? Nee. Kann man nichts machen, Digga. Lass mal weiterziehen. Warte, ich will noch eben mal was gucken. Hier noch mal was runtergeschmissen, okay. Ja, okay. Wir können weiter, liebe Freunde, aber erst in der nächsten Folge, weil die Folge ist schon wieder vorbei, Freunde. Tut uns leid, jetzt haben wir hier so lange mit dem Looten verbracht, aber ob wir den Gegner besiegen, ob wir auf ihn noch mal treffen, wenn wir jetzt hier weitergehen, erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Ja, vielen Dank an Jansen, der immer tatkräftig hier dabei ist. Auf jeden Fall. Ja. Und wir sehen uns, liebe Freunde, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, immer schön lecker bleiben. Und bis dahin. Tschüssing.